Und jetzt spielen wir ein bisschen Iron Lung. Das ist ein Spiel, das habe ich vorbereitet gestern, als ich es einfach spontan gekauft habe, weil jemand von euch gesagt hat, das wäre vielleicht ganz gut. Hier ist... Oh, nein. Was denn damit? Warum kommt das denn jetzt? Okay. Und das spielen wir jetzt einfach. Es ist ein Horrorspiel, ein Retro-Horrorspiel im Stile von alten PlayStation 1 Spielen. Es hat was mit Wasser zu tun. Es geht relativ kurz. Deswegen habe ich Hoffnung, dass wir das heute noch schaffen können. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Wir können ja kurz vorne mal gucken, ist hier noch irgendwas, was man vielleicht noch ändern muss? Nee, scheint soweit alles okay zu sein. Vielleicht die Ingame-Grafik noch so ein bisschen runter. So, Moment, gerade mal noch hier was entfernen. Die Wolvik-Medienquelle, die wollen wir entfernen. Wir sind nämlich mit diesem Thema durch. Okay, Leute, ich mache natürlich nur Spaß, ne, mit meinem ganzen Gerage, aber es war schon lustig, weil ich musste wirklich die ganze Zeit denken, oh Mann, das musste zumindest kurz im Chat erzählen, weil es einfach mich so genervt hat. Und ich mag Leute, die Sport machen. Ich mag Leute, die Sport machen. Ihr habt es richtig gemacht, aber ich finde so dieses Tryhardige finde ich echt teilweise sehr anstrengend. Es ist einfach nur ein Hobby. Es sollte nicht das Leben anderer definieren, dass du ein Hobby hast. Aber gut, I digress. So, wir starten dieses Spiel nun. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich weiß wirklich gar nichts. Decades ago, every known star and habitable planet vanished, leaving only those who burned space stations or starships. This event became known as the Quiet Rapture. With supplies dwindling and infrastructure crumbling, survivors are searching for any trace of natural resources in a universe of barren moons, lit by the ghostlight of vanished stars. One such moon holds a strange anomaly, an ocean of blood. You are a convict tasked with exploring this anomaly in a makeshift submarine nicknamed the Iron Lung. It was not designed for this depth, so you will need your Händeschüsseln and maybe also eine Badekappe and of course your glasses, so you will be very fast when the forward window will be closed. There was no time for training. If successful, you earn your freedom. Okay. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir doch mal. Beginning at descent. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. I'm seeing some voltage irregularities in the instruments, so keep an eye out for sparks or flames or anything like that. So, ich versuche natürlich gerade jetzt die Maus zu bewegen, das geht noch nicht. The hull's feeling it, but it's still holding strong. Closing port hull shielding. We're starting to lose radio signal. You'll be at cruise depth soon, so refueling and be careful. You're on your own. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Geht das auch mit... Ah, geht auch, theoretisch. Ah, nee, geht doch nicht mit dem Controller. Okay. Ich muss mir immer vorstellen, und ich hoffe, dass ihr jetzt auch in dieses Mindset mit eintaucht. Ich muss mir immer vorstellen, dass man sich das damals gekauft hätte. Man hat die PlayStation vielleicht schon ein, zwei Jahre. Und dann siehst du irgendwo diese geile Verpackung. Und hinten drauf sind ein paar Bilder, eins davon ist wahrscheinlich das hier und du denkst, oh Mann, okay, unter Wasser, Horror, ich bin in einem U-Boot, das sieht interessant aus. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was jetzt von mir erwartet wird, vielleicht hätte ich mal auf die Map gucken müssen und das Briefing mit durchlesen. 2 weeks ago, we conducted an exploration of a moon 85 for the first time since the Quiet Rapture, leading to the discovery of a fourth blood ocean. A trench beneath the ocean's surface has several points of interest. Your task is to photograph these points of interest with the SM-13's forward camera. Photos must be taken within 2 units of the specified position and 10 degrees of the specified angle. Also 2 units und 10 Grad. You can also use the camera to help with navigation. Only photos taken at the specified
points of interest will be saved. Okay. Since you can't navigate by sight, pay attention to your coordinates and consult the map. The proximity indicators next to the sub-controls will trigger if you're getting close to an obstacle. Good luck. Ja, das brauche ich wirklich. Ich schreibe mir das mal gerade auf, nur mit den zwei Units, die man abseits sein kann und 10 Degree. Okay. So. Wenn ihr Ideen habt, dann sagt mir das bitte. Ist das hier meine aktuelle, das frage ich mich gerade, ist das hier meine aktuelle Koordinate, ne? 182, ich drücke M. Na, wo ist das? Moment, da. Have a mouse over notes for more information. Okay, das ist doch mal gut. Also X ist das hier, ne? 180 und 110. Hier ungefähr bin ich, oder? Ja, ungefähr hier, in diesem Planquadrat. Und jetzt soll ich zu 320, 180. Das kann ich hier aber nicht einstellen, ne? Doch, oh. Mache ich erstmal hier auf 1,80. Wenn ihr gute Ideen habt, wie man das hier besser spielt, weil ich irgendwas falsch mache oder ihr es schon kennt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Aber bis dato würde ich das jetzt genau so einfach mal einstellen. Ja, so. Das ist super. Okay, jetzt ist trotzdem die Frage, wie komme ich auf der X-Achse weiter? Ich habe jetzt die Y-Achse eingestellt, also hier nach oben, ne? Vielleicht kann ich hier auch, vielleicht ist das ein Höhlensystem und ich kann da gar nicht groß weiter. Vielleicht muss ich erstmal hier hoch, ne? So, erstmal einmal gucken, was man hier vielleicht noch drehen kann. Was ist das hier nochmal? Wofür ist das? Irgendeine Auslesung. Ah, okay. Local database update. Update before each descent. Last updated today. Ah, ist das denn... Ja, okay. Also irgendeine... Ich weiß nicht, ob das Radar ist oder irgendeine seismische Geschichte, die das irgendwie durchscannt. Ich kenne mich leider nicht gut genug mit U-Booten aus. Okay, so. Trotzdem würde ich jetzt gerne halt erstmal die Richtung finden. Ist denn das 033? Ist das denn jetzt hier etwas? Ich glaube nicht, oder? Das ist ja interessant. Sehr komisches Spiel bisher. Aber wenn man es raus hat, könnte es sehr, sehr interessant sein. So wie ich mir das gerade vorstelle, fällt es mir gerade schwer, zu denken, dass man jetzt dadurch fährt. Ich meine, das ist offensichtlich die Neigung auf der Horizontalen, so sieht es zumindest aus, so eine Art Richtungsanzeiger. 322. Wie kann ich X verändern? Das würde mich mal interessieren. Das kann ich gar nicht so einfach verändern, ne? So, ich gucke mal gerade, was der Chat sagt. Danke übrigens für all die Leute, die gerade in der letzten Stunde abonniert haben. Ich habe euch leider nicht nennen können, aber vielen Dank. Oh, nee. Da, das will ich. Genau. Mal gucken, was ihr so sagt. Der linke dreht und der rechte geht nach vorne und zurück. Hier die Dinger oder was? Nee, ne? Die meint ihr nicht. Ja. Ah. Ach, das sehe ich jetzt erst. Macht er das jetzt auch so? Ach, ja klar. Je nachdem, welche Rotation man hat, oder? Mein Gott, das ist ja richtig kompliziert. Das hätte man mir aber schon auch mal beibringen können vorher. Oh, mach ich erstmal... Aha, da ist doch was.
Ich würde mich trotzdem gerne auf der Karte sehen. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass man sich hier nicht sehen kann. Deine Orientierung ist maßgebend. Ja gut, da bin ich sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ach, das ist die Kamera, ne? Okay. Ich verstehe, das ist die Kamera. Okay, okay, ich bin tot. Das ist der Proximity-Sensor. Ja, okay, das habe ich jetzt auch gemerkt. jetzt wollen wir mal wieder rein. Okay. So, hiermit kann ich das Boot drehen und hiermit kann ich mich nach vorne bewegen. Das ist ja einfach. Okay, wir wollen jetzt erstmal auf der Y, ich würde gerne in diese Richtung, also quasi in den Norden fliegen, schwimmen, fahren, je nachdem, und zwar zu 200. Also Y 200. Jetzt verstehe ich es gerade. Ich dachte, man stellt damit irgendwie den Kurs ein, aber man fährt damit direkt. Ich mag die Idee, dass man nur in diesem kleinen U-Boot sitzt und über die Fotos wahrscheinlich der Horror, wenn überhaupt, funktioniert. So, 200, da sind wir also. Und jetzt müssen wir auf, jetzt hoffe ich, dass wir auch schon hier an dieser Stelle sind und nicht gleich wieder in die, gegen die Wand fahren. So, jetzt wollen wir X 300, okay. Dazu müssen wir erstmal nach rechts natürlich. Ja, jetzt ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, aber ich dachte, es wäre ein bisschen schwieriger. Jetzt sehen wir, wie ich mich immer so ein bisschen auf der Y-Achse auch nach unten bewege. Vielleicht sollte ich deswegen nochmal ein bisschen hoch drehen und dann aber, ja doch, gleich werdet ihr sehen, dass auf der Y-Achse gar nicht mehr so viel passiert. Da, weniger kann man sagen. Da ist schon die Wand. Also irgendwie muss ich wohl hier sein oder hier. Aber eigentlich ist hier logischer, ne? Oder was glaubt ihr? Naja, wir drehen noch mal ein bisschen. Ja, es ist ein sehr schönes meditatives Spiel fast schon. Ich erwarte aber nicht, dass hier allzu viele spannende Sachen passieren. Iron Mon. Vielleicht sollte ich nicht so häufig in den Chat gucken, aber ich brauche euch. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure gute Laune. So. Da sind wir doch fast da. 186, 320 und 180. So, dann machen wir da nochmal hier so ein bisschen, fahren wir nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, wir befinden uns in einer Welt, in der plötzlich alles verschwunden ist, mehr oder weniger. Das ist eigentlich auch ein schönes Setting, also ein Grundsetting für sowas. So, 320. Okay. 320 und 186. 320, 186. Na gut, vielleicht muss ich doch nochmal kurz nochmal nach unten. Nee. Ach, hoch. Entschuldigung, mein Fehler.
Natürlich weiß ich, was ich da mache, Whitey. Ich bin hier gerade am Tiefseetauchen. Das Wichtige ist, beim Tiefseetauchen braucht man sehr viel Mathematik und deswegen bin ich der Richtige für diesen Job. Also, 186, 322. Also jetzt noch einmal hier. Ich glaube, wir könnten jetzt auch trotzdem schon ein Foto machen, aber wir wollen es richtig perfekt haben. So. Jawohl. Besser kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Muss ich denn jetzt, also ist A 0,33, ist das dann quasi auch die Richtung, in die ich gucke? Nehme ich jetzt mal an. Viel mehr Zahlen habe ich ja nicht. So. Ich habe Tauchgang gemacht. Jetzt zeig mal ein geiles Bild, Alter. Ah, okay. Ja. Ja, das kenne ich, das ist der Tiefsee, der unterschwammige Tiefseewurz. Auch Penis genannt. U-Penis. Unterwasserschlongen. Nennen ihn die Eingeborenen. Ja, keine Ahnung, jetzt habe ich da ein Foto gemacht. Geil! Ja, vielen Dank! So, jetzt fahre ich hier nach oben. Und zwar bis 250. Und weil ich so krass bin, fahre ich ein bisschen schräg. Also irgendwas ganz schlimm Großes ist hier. Ich denke, das ist auch die Idee dahinter. Und ich muss sagen, mir gefällt die Art, wie das hier gemacht wird, total gut. Ich weiß gerade auch nicht. Moment, erstmal 250 auf der Y und X380. Ich mag es, dass man hier mit minimalen Mitteln ein schönes, ungutes, aber auch atmosphärisches Gefühl erzeugt. Und gerade diese Restriktionen grafischer Natur und die Umgebung, dass man eigentlich nicht sieht, finde ich total spannend. Es ist halt nichts für die Masse, ne? Das ist klar. 350, 270 ist doch dann eigentlich... Oh nee, das wird zu eng, ne? Das wird zu eng, ja. Also es hat was. Ich glaube, das wäre damals... Das hätte schon was werden können. Und es ist wahrscheinlich simpel und einfach zu programmieren, denke ich mir. So. 378, 260. Fast da. Fast da. Was mache ich denn jetzt? Moment, dann gehe ich nochmal, fahre ich nochmal ein bisschen runter. Denn es ist ja 63, 78 und 63, fast da. Na, ganz gut. So, und jetzt noch die Ausrichtung auf die 50. Okay, so. 3, 78, 2, 63 und die 50. Das sieht gut aus. Die paar hier, die paar Dinger, da scheißt der Hund drauf. Da scheißt der Tiefenwurm. Scheißt dir da ordentlich einen drauf. Da wollen wir jetzt hin. Das könnte knifflig werden. Das ist ja hier offensichtlich ein Gebirge, um das wir herum müssen. Also, dann machen wir das einfach mal. Machen wir mal ein bisschen Pi mal Daumen. Oder? Machen wir mal ein bisschen Pi mal Daumen. Hier, wir machen mal ein bisschen Pi mal Daumen. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wir machen das einfach nach Gefühl, ne? Was? Nein, aber man nimmt doch die... Nein, lass mich machen. So. Ich schalte jetzt aus. Schön die Kommunikation nach oben eingestellt. Also, wir fahren hoch und nicht mehr als 300.
So, jetzt sind wir ungefähr hier. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach direkt straight auf einer Linie nach links bis hin zu, oh, schwierig, 325. 325. Vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen Drall nach oben. Das müsste jetzt hier die Ecke sein. Okay. So, wo wollen wir jetzt hin? Hier hin, ne? Und das ist, ja, ich will eigentlich zu 300, aber ich muss vor allen Dingen bei Y ein bisschen höher sein. Bin ich ja, 310. Das könnte sogar klappen. Na, vielleicht sollte ich jetzt einmal abhauen aus dieser Ecke, bis die Bedrohung wieder weg ist. Und jetzt wieder nach links. Ich mach das nach Gefühl! Was ist denn jetzt los? Was will ich denn mit dem Oxygen? Also es ist wirklich für euch, ich behaupte mal, es ist für euch das Dümmste, was man machen kann zum Zugucken. Aber es macht zum Spielen wirklich überraschend viel Bock. Okay, auf der X-Achse 270, Mann, bin ich ein Genie. Ein absolutes Brain. Hier 270 und auf der Y 360. Oh, da bin ich schon, 360, hier bin ich schon, 360 und auf der, krass. Okay, also 259 und 460. Da taucht er ganz tief im Meer. Das fällt dem Tauchkretschmer nicht schwer. Denn hast du erst mal ein eigenes U-Boot, dann... Moment. 260, 4, 259, 406. Oh, da bin ich ein wenig... Bin ich ein wenig zu weit nach oben. Also, 259, 406. Okay. Das hätten wir, 296. Ich hoffe natürlich aber nur, dass dieser Oxygen-Level, dass der jetzt nicht die ganze Zeit immer weniger wird, weil ich gebe mir schon Mühe, aber es ist halt auch echt nicht so einfach, da so schnell zu manövrieren. Oh, Spiralino-Würmer. Riesenwurm auf halb acht. Okay, den haben wir abgehakt. Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Weg da nochmal zurück. Das ist ja ärgerlich. Okay, komm.
350 ist doch, genau, ist ungefähr hier. Ich will ja aber da wieder hoch. Also müssen wir auf der X-Achse bis 400 und Y auf 325. Okay. Ne, Moment. Ach, ich Idiot. Ich hab mich verguckt. Ne, ne. Ich muss hier auf der X 400, auf der Y 325. 325 auf der Y. Auf der X. Ja, das war der Fehler. Da ist nämlich noch ein kleines Tünnelchen. Okay, X 304 und Y 360. Ah, okay. Ja, hier, ne? Okay, ich muss doch wieder runter auf 325 auf der Y. Das ist jetzt am wichtigsten erstmal. Erstmal vielleicht ein bisschen von dem Ding wegfahren. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel. Ich habe null erwartet, dass es sowas ist. Ich habe irgendwie gedacht, das ist nur der Anfang und dann steigt man irgendwo aus. Aber es ist ja wirklich erstmal nur in diesem geilen Gebiet hier. Okay. Also jetzt aber 400 auf der X und 325. So, es müsste ja eigentlich der perfekte 90-Grad-Winkel sein, oder? Ja, so knapp. Da fährt er los, der Kapitän. Im Kopf nur Holzspähen. Doch den Kompass in der Brust. Ja, auf das Tauchen hat er Lust. 400, 325. What is happening? What's happening? Was mache ich falsch? 325 auf der Y. Ich habe ein bisschen Angst. Na, genau davor habe ich nämlich Angst. Der eine Pieper müsste ja jetzt, der rechte Pieper müsste das hier sein. Und der obere Pieper müsste das hier sein. Müsste. Waren seine letzten Kommentare. Wir spielen natürlich weiter. Es gibt immer ein weiteres Boot. Oh, okay. So. Ah, scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich kotze fett ab, Alter. Na gut, jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Ungefähr hier, ne, auf der X-Ebene 320. 320 mal 310. Moment, Y 400, da ist doch irgendwas falsch. Hier ist Y 400. Ach, bin ich hier? Was, wo, echt? Ernsthaft? Okay, ja, dann muss ich ja 259, 406... Nee, andersrum. Scheiße. Okay, jetzt habe ich irgendwas voll grundlegend falsch gemacht. Also nochmal gucken. 260 zu 400. Fangen wir mal einfach an. 260 zu 400. Okay. Ich muss also auf der X-Ebene, ich muss also ein bisschen nach rechts. Oh Mann. Und ein bisschen noch nach unten. Ja, vielleicht hier noch mehr. Nee, so rum.
Okay. So, einmal noch die Arretierung, wie man in der U-Bootologie sagt. Waren es 260? Irgendwie sowas, ne? Pi mal Daumen, passt schon. 296, 260. Oh. Ja, komm, das reicht. Her mit dem Scheiß. Ja, das sind genau die Würmer, so wie ich sie... Nein! 260, 406. Ah, okay, das bisschen hier, ne? Okay, okay, okay. Ja. Ich frage mich, wie das Spiel gemacht ist, ob es wirklich auch eine Unterwasserwelt gibt, in der man sich jetzt hier bewegt, oder ob das alles nur virtuell, also quasi auf der Karte ausgelöst wird. Und weil ich meine, doch, ich habe schon das Gefühl, dass diese Fotos sich ja auch entsprechend verändern. Ich könnte jetzt auch hier von der anderen Seite ein Foto machen und so. Ey, das Moment. 259, 406, ne, beides nicht ganz. 296, okay, komm, müssen wir halt noch ein bisschen. 59 und 06, okay. Oh, jetzt, oder? Jetzt stimmt's. Und dann nochmal hier 290. So, jetzt aber. Her. Her mit der Ablesung. Ja, toll. Das sieht doch genauso aus wie das Gewürms von eben. Okay, shit. Jetzt muss ich hier wieder runter. Erstmal kurz gucken. Ich bin jetzt genau hier. Der einfachste, beste Weg wäre doch einfach so schräg runter, ne? Aber es ist immer voll schwer. Es ist immer voll schwer. Schräg runter. Oder halt hier. Aber hier weiß ich nicht, was das hier ist, ob ich da durch kann. Also, wir fahren jetzt erstmal zu 2x 280 ungefähr. Ungefähr. Ja, das muss reichen. So, ich weiß, da ich ein fast fotografisches Gedächtnis habe, weiß ich natürlich ganz genau, dass wir jetzt auf der richtigen Spur sind, nämlich hier 280, oder war das so? Ja, genau, hier ungefähr. Und jetzt müssen wir einfach straight nach unten. Allerdings, weil da wird es schon kniffliger, nur bis Y325. Gott, der Simon, sein Gehirn muss so groß sein. Wo bringt er das alles unter? Im linken Ei. Nee, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Genauso, wie ich es eigentlich haben will. Jetzt muss ich nämlich nur noch hier weiterfahren. Und ich muss mal gucken, wo ich nicht runter darf. Unter welche... Unter 300 darf ich nicht. Auf der X-Achse. Okay. Moment, ich bin schon... Okay, dann sollte ich vielleicht... Ja, sehr gut. Offensichtlich bin ich jetzt schon bei der ersten Hürde durch. Frage ist nur, wie weit kann ich jetzt nach vorne fahren? Gucken wir einmal kurz. Hier ist, ich bin wahrscheinlich irgendwo hier. Also hier ist die erste Hürde. Okay, 360. Maximal 360 bei X. Ein bisschen an der Wand weg.
Okay. 360 und 300. 300, Moment. X war 360, Y war 300. Okay, 360 ist also irgendwo hier und 300, ja, eigentlich muss ich jetzt nur noch auf 325 und 400. So vielleicht? Ja, ich glaube so. Das könnte passen. Moment, kurz mal gucken. Auf der X-Ebene brauche ich die 400, okay. Ja, jetzt kommt hier langsam nämlich die erste Geschichte wieder rein. Ah, aber sie scheint sich hinter uns zu befinden. Nicht wirklich auf Konfrontationskurs, allerdings macht es mir ein bisschen Angst. Also 318. 318 auf der Y. 300 hier, ne? Ja, dann wahrscheinlich sind wir irgendwo hier. Hier, also muss ich... Moment, auf der Y bin ich bei 300, bei 400 schon. Nee, dann ist es das hier. Dann ist es die Ecke. Es ist wieder die Ecke, ne? Die ist schwierig. Kurz einmal schauen, welche Höhe ich hier brauche, um da durchzukommen. 325. Shit. Hier geht auf jeden Fall geht die Luzi ab. Wenn ich es bis 450 geschafft habe, bin ich dran vorbei. Hammer. Sehr, sehr spannend. Okay, jetzt einfach volle Pulle dahin. Das Ding geht mir jetzt schon auf den Sack. Das hier werde ich nicht schaffen. Das hier weiß ich nicht mehr, wo ich da hinkommen soll. Was ist das denn hier? Irgendwelche, ja, irgendwelche Sedimente, irgendwelche Sandberge, über die ich gar nicht komme. Naja, okay. 560, 270. Diese Geräusche sind so geil. Wäre nur schöner noch, wenn man es manuell, also wenn man es automatisiert einstellen könnte, sodass man einmal einen manuellen Kurs eingibt und dann drückst du den Button. Okay, das war doch jetzt irgendwas. Moment, ich bin 540, 280. 540 und 280. Hier! Und da war trotzdem irgendwas. Ja, das war wahrscheinlich so ein Vieh, ne? 560, 270. Ja. Zeig mir ein Bild. Ich hab's noch nicht. 560, 277. Ah, okay. Y, ne? Okay. Oh, nee. Falsche Richtung. Scheiße. Okay, das muss jetzt aber reichen, komm. Wollen wir nicht päpstlicher als der Papst sein hier? Wir sind schließlich unter Wasser und nicht auf der Flucht. Ah. Oh. Scheiße, 560, 277. Was ist denn das Problem? 43.
Jetzt vielleicht? Okay, ich mache erstmal so. So, und jetzt gehen wir noch schön auf der Y-Achse wieder nach oben. Ja, dann haben wir es aber wirklich, hoffentlich. Und einmal noch auf 43 war es, glaube ich. Ja, das rechts könnte echt so ein großes, einer von diesen Anglerfischen sein, ne? So ein riesiger Anglerfisch oder so. 613197. 613197. Das ist der neue Kurs. Oh, ich mach mal wieder den Chat aus. Für die Leute, die das als VOD sehen, ist das vielleicht gar nicht so spannend. Okay. Ja, ich glaube, ich fahre sogar genau darauf zu. Alter, perfekt, könnte man sagen. Nee. Moment. 197, 613. 613 stimmt schon mal. Oh, 197. Ja, okay. Muss ich noch ein bisschen weiter nach unten. Okay, und der letzte ist die 55. Boah, ich würde mir so... Ich würde diesen ganzen, dieses ganze U-Boot komplett zuscheißen. Das wäre wirklich bis hier, bis unters Dach, wäre alles voll mit Flitzekacke, wenn ich hier alleine wäre. Lol. Ol. Aha. Ah, das ist offensichtlich ein Gerippe, oder? Das ist eine Gerippe von einem alten Riesen Unterwassermonster. War das vielleicht, war das eben gerade irgendwas? War das das Vieh? Also ich bin ja auf jeden Fall auf dem Präsentierteller. Geschmacksrichtung ängstlich. Okay. Jetzt wollen wir hier hin. Wir wollen 250 und 750. Moment, wenn ich genau hier bin, muss ich so ein bisschen, ja, kann man ja ein bisschen Pi mal Daumen. 250, 750. Ist das wirklich wahr? 250, 750. Ja. Das sieht sehr gut aus. Das passt ganz gut zusammen, die beiden Richtungen gerade. Y270, ah okay, ja natürlich. Ein wenig zu krass. Also ich bin ungefähr hier. Hm, wenn ich jetzt einfach nur nach rechts fahre. Okay, nee. Moment, nochmal gucken. Also, X bin ich bei 740, Y 280. 280 ist dann ungefähr hier. Nee, das kann nicht sein.
Y270, wo ist das denn? 270. Ja, hier. Scheiße, dann bin ich hier. Muss ich noch ein bisschen runterfahren vorher. Oder? Nee, eigentlich müsste diese Hürde oder dieser Radarpenöpel müsste ja eigentlich hier so eine Ecke andeuten, oder? So, wir müssen aber ganz genau gucken. 225 ist zu viel. 212? Nee, 250, 270. 270. Auf der Y-Achse. Ja, es ist gar nicht komplett falsch. Ist nicht komplett falsch. So. Und X 730 sind wir. Das ist also ungefähr... Ja, hier halt, ne? Fuck, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich kann euch wirklich null sagen, was hier noch kommt oder so. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich dachte, wie gesagt, ein bisschen was anderes, aber ich mag's. Aber ich mag ja solche Spiele auch. Ich mag D-Makes, ich mag PSX. Ja, wie nennt man sie? PSX Retro-Style Spiele. So, kurz mal gucken. X 770, Y 270. Y 270 ist ungefähr hier. Und 670, nee, Moment. 770 ist hier. Oh Mann, das ist so eng. Es ist so fucking eng. 260. Ah. Ne, ich glaube, ich bin immer noch vor dieser Ecke. Muss immer noch straight mal nach oben. Ja, ich bin durch. Okay, jetzt bin ich irgendwo hier. Jetzt muss ich mehr oder weniger einfach nur erstmal eine Richtung finden. 300 auf der Y und 850 auf X. 850 und 300. Ja, ich glaube, da fahre ich schon mehr oder weniger gerade richtig hin. Müsste eigentlich wieder verschwinden. So, jetzt sind wir irgendwo hier. Irgendwo wird schon passen. 864258. Hm, da bin ich fast. 864, bin ich schon mal richtig? Jetzt nur noch 180 Grad Drehung nach unten. So, und jetzt zu 258. Aber hier wieder rauskommen, ey. Bin mal sehr gespannt, ob hier noch irgendwas Unerwartetes passiert oder ob ich jetzt mehr oder weniger von diesem Monster angegriffen werde. Oh, jetzt bin ich aber wirklich hier, genau. Jetzt bin ich nämlich von allen Seiten von Wänden umgeben. 864, 258, 864, 258, außerdem die 209. Hammer! Der Simon, ein Meistermanövrierer. Gebt ihm ein Auto und einen zu kleinen Parkplatz. Was soll das sein? Aber ein Stück Beton. Oh komm, dafür bin ich jetzt hier bis in die Pampa reingefahren. Okay, wir fahren bestenfalls hier hin. Das sind 300 und 850. .50, 300. Ja. Also eigentlich bin ich schon zu weit.
Aber 300 an sich ist ja jetzt gar nicht so verkehrt. Ne? Frage ist, für wie lange? Also wir fahren jetzt einfach auf dieser Achse bis... Ja, man kann auch ein bisschen runter, bis die Wand kommt. Also irgendwo hier, ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht kann ich mich sogar ohne groß nachzuprüfen an dieser Wand so entlang lurchen. Wie so eine Natter. Schön Salamandertechnik. Einfach nur hier. Okay, was haben wir hier? Wo müssen wir jetzt? Okay, der Durchgang ist hart. Der Durchgang ist 225. Nee, eher 200. Nee, nee, nicht 225. 270 und 780. 270 und 780. Da bin ich ja fast schon richtig. Scheiße, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich komme hier vorbei, aber ich bin schon wirklich hier ziemlich Pi mal Daumen. 770 und 270. 770 ist hier ungefähr. Ja, 770 und 280 ist ungefähr hier. Oh, okay. Nee, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen schräger nach unten. Ja, da ist hinter mir die Wand. Das ist völlig in Ordnung. Ey! Jetzt nicht! Keine Zeit für Reparaturen. Ja, Mann! Der Simon, ein Meisterpilot. So, dann jetzt müssen wir hier. Jetzt müssen wir wohin? Ich fahre hier so gerade so. Da halte ich dann an bei 200. Auf der Y und 500. 570 auf der X-Achse. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir uns vielleicht hier in einem riesigen Tier oder so bewegen. Oder dass hier, zumindest ist hier ein riesiges Tier, was uns irgendwann noch Probleme machen wird. Kurz mal gucken auf der X, spätestens hier bei 580. Y bin ich bei 360, also irgendwo hier jetzt. Und 580, ja, sieht gar nicht so... Ne, 540 bin ich bei. Oh, das ist zu nah. Muss ich noch ein bisschen nach da jetzt. Puh, schwierig. Shit. Also X ist 555, Y 380. 555... Ja, jetzt bin ich ziemlich genau hier. Also muss ich wohl noch ein bisschen ausweichen. Ne, das kann wirklich ganz knapp sein. Dann gehe ich noch mal ein bisschen zur Seite.
Ja. So, bis wohin muss ich denn fahren? Also, wir fahren auf der Y-Ebene erstmal bis 525. Immer in diesen großen Arealen, ne? Da ist dann plötzlich immer irgendwas sehr Unbekanntes. So. So, 6:22, 5:20, alles aussteigen, wir sind da. 63 noch. Okay, Zeit für ein Foto. Der Unterwasserspanner, er ist wieder unterwegs. Oh, das ist eine Wirbelsäule, ne? Ja. Okay, wir sind jetzt also hier und wir wollen irgendwie hier hinkommen. Wir fahren jetzt einfach nur 90 Grad nach Backbord? Keine Ahnung. Nach Westen. 525. Nee, Moment. 525 ist die Y-Höhe, aber wir wollen auf der X-Ebene auf 375. Kannst du einmal gucken, Y520? Ja, das ist okay, ne? Man darf nicht viel mehr. Es darf nicht mehr werden. Sonst schrammel ich irgendwann oben gegen die Wand im Norden. Es läuft, Leute. Es läuft. Wie ein Zäpfchen quetsche ich mich hier durch. Oh, da muss ich gerade an die schlimmen Momente denken, die man so auf Reddit und so liest, wenn man sich in so Taucherforen oder in Abandonment Porn gibt es auch manchmal sowas. Also es gibt ja ganz viele Höhlentaucher und manchmal auch so Höhlenkletterer und manchmal schaffen die das ja nicht. Und da gibt es einfach so viele schlimme Geschichten, die einem so eine Angst einflößen und sich fragt, warum sind die Leute so wahnsinnig? Warum machen die das? Aber, tja, wo die Liebe hinfällt, ne? Zum Sport. 525, 375. Moment, was mache ich denn hier? Ich will hier hin, ne, bis 375, also auf der, genau, stimmt schon, die X-Ebene stimmt schon. Würdet ihr das machen? Das ist mal eine gute Frage. Machen wir gerade Pause, damit hier nicht mein Save an Zeit verliert und nicht Luft. Wir machen mal Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Tauchen? Ja oder nein? Ja? Nein? Ist mir sogar egal. So, 10 Minuten. Sehr lange. Könnt ihr gerne jetzt euch
entscheiden, ob ihr gerne taucht, ob das was für euch ist, ob das was taucht für euch. Ich war ja schon häufiger tauchen und es ist jedes Mal ein Erlebnis, jedes Mal ist es auch, ist man so durch, wird man durchschossen von Adrenalin, weil man natürlich auch weiß, okay, das kann auch gefährlich sein, ich bin jetzt gerade... Fuck, jetzt hör doch mal auf, das ist doch nicht dein Ernst. Also 5,25. 3,75. Oh, 3,75. Ein letztes Mal gucken auf der X-Ebene. Das heißt, 3,75 ist hier, also irgendwo da oben. Ja, wir sehen es halt nicht, ne? Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen nach links. Dann einfach hoffen, dass da nichts wirklich ist. Ja, jedenfalls tauchen ist einfach immer eine geile Geschichte. Ich bin schon mit Geräten getaucht, in einem U-Boot noch nicht. Ich wollte immer mal mit diesen Helmen am Boden entlang. Ihr kennt das ja, diese Helme, wo man dann Luft kriegt. Aber das ist mir irgendwie zu ekelhaft. Das, da finde ich die Vorstellung ekelhaft, dass man potenziell auch irgendwann keine Luft haben könnte. Oder dass die Helm irgendwie irgendwas mit dem Helm ist. Also ich weiß nicht. Da habe ich lieber eine Sauerstoffflasche. Und ich war aber auch schon viel so schnorcheln, was ja manchmal wahnsinnig toll ist, wenn du dann einfach nur auf dem Wasser liegst und dir stundenlang nicht nur einen Sonnenbrand holst, sondern auch... Ah, okay, ja so... sondern auch Haie und so ein Kram beobachten kannst. Kleine Haie, die da irgendwie an der Küste dann quasi ihr Leben leben. Nichts ahnend, dass sie von oben begafft werden. So, jetzt sind wir also hier durch. Jetzt gehen wir als erstes mal dahin. 3,25. 7 irgendwas. Was? Wo? Ah! Warum? Oh, ich denke schon noch. Das ist aber ein schönes, angenehmes Gefühl, wie so ein Lagerfeuer. Wie kann denn das U-Boot brennen? Das ist unter Wasser. Wie? Okay. So. Uiuiuiui. 3,25,741. 3,25,741.18. Ich habe total Angst, dass das irgendwie wirklich um Luft auch geht, weil dann schaffe ich das gar nicht mehr, glaube ich. Ich gebe mir doch schon Mühe, aber bisher habe ich nichts entdeckt, was irgendwie spannend wäre. Also was mir jetzt irgendwie was Neues bringen würde. So, wir gucken mal schnell, ob das schon reicht. Ah, Tentakel, Kraken, ich sehe hier einfach Kraken. Oh Mann, ey. Okay, dann jetzt also nur noch nach 6,60. Erstmal nach 6,60, ne? Auf der Y-Ebene.
Ich muss mich echt beeilen. Auf der X-Ebene 660 und auf der X-Ebene... habe ich gerade völlig vergessen, wie ich das Ding lese. 660 und auf der X... Moment. Wohin? Bis 200. Volle Power. Ach komm. Kannst du mir nur nicht erzählen, dass hier was ist? 660. Ich muss einfach nur bei 660 bleiben bei Y. Oh, ich bin nicht. Scheiße. Uiuiui. Bin ich schon durch? Bin ich schon bei 200? Nein, noch nicht. Ich höre aber auch schon die ganze Zeit was. So, jetzt einfach nur in den Süden. Nächster Quay. Ab in den Süden. Dem Monster hinterher. Ey, yo, was geht? Dem Monster hinterher. Okay, oh shit, jetzt wird's schwer. 180, 570. Also ein bisschen, so ein bisschen nach da noch. Nee, eigentlich muss ich nur noch nach unten. 180. ...76... ...576... Oh, okay. Scheiße. Falsch rum. Boah, die Musik macht einen jetzt ein bisschen langsam auch so ein bisschen fertig. So. Und jetzt noch die richtige Richtung. 184. Okay, also nach unten gucken. Wenn das jetzt auch nichts ist, habe ich ja nur noch eins übrig. Und ob ich das schaffe, weiß ich gar nicht. Okay, komm Junge, zeig mal was jetzt hier. Alter, das ist eindeutig so ein riesiger Seestern oder das Papageienmaul von so einer Riesenkrake oder so. Irgendwas Ekelhaftes ist da, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, wir wollen jetzt auf 650, 200, also einfach genau andersrum. Was denn jetzt? Bin ich irgendwo draufgefahren? ...270, 630. Hier 630 und 270 wäre... Moment, 270? Ja krass, 270. 270 und 630 wäre dann ja hier. Ja gut, okay, mir soll es recht sein. Jetzt wollen wir zu 700... ...450. Hui, ich hoffe, dass jetzt hier irgendwas Spannendes noch passiert. Ich habe schließlich 3 Euro bezahlt für dieses Spiel.
Aber ich muss sagen, bisher habe ich mich sehr gut, fühle mich sehr gut unterhalten. Gerade weil es so minimalistisch ist, macht es mir halt echt Bock. Aber ich glaube, für euch ist es eben eher so mäßig interessant. Aber gucken wir doch einfach mal, wo wir landen. So, 700, vielleicht nicht ganz auf 700, eher so, genau, eher so 95. Und dann einfach straight 90 Grad nach Osten. Kurz mal gucken, wohin. X, und zwar bis, ja, ich würde sagen, bis 600. Uiuiuiui. Tauchen hat gewonnen. 80%. Ja, da haben wir wieder die 80-20, ne? Tauchen, ja. Okay, dann habe ich jetzt die nächste Nachfolgefrage. Und zwar, Tauchglocke. Würdet ihr in so ein U-Boot gehen? Oder ich mache einfach U-Boot, ja oder nein? Das interessiert mich. Also die meisten von euch würden tauchen. Aber würdet ihr euch auch in einen eisernen Sarg begeben, der schon morgen euer Ende sein kann? Eine falsche Bewegung. Ein Simon am Steuerpult. Und schon war's das. Und schon war's das für euch. Ende Gelände. Zum Beispiel, könnte man sagen. 500, 600, okay. Aktuell, ne, da sieht es nämlich gleich anders aus. Die meisten vertrauen einer Maschine am Rücken. Die wenigsten vertrauen einer Maschine, in die sie reingehen müssen. Ups. Moment. X 600. Moment, okay. 460, 690. Was ist denn hier los? 690 ist hier. Okay, ja. 460 ist hier. Also... eigentlich hier, ne? Warum zeigt es dann vor mir was an? Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen drum rum. Das ist aber jetzt echt komisch, oder? Oder vergucke ich mich hier gerade? Okay, Y670, 460, 670, 460, 670. Ach nee, hier, ne, 670. Dann 460. Also noch ein bisschen in den Süden und dann nach rechts. Aber ich habe das Gefühl, als würde man da rechts nicht hingehen können. Ich mach mal ein Foto. Einmal kurz ein Foto gucken, was da vor mir ist. Da war wohl eine Wand. Wand erkannt, Gefahr gebannt. Ja, Scheißendreck. Komm, das machen wir nochmal. Das will ich jetzt nochmal besser machen. Das hat mich jetzt genervt. Wo war ich denn da rechts? Okay, 425, 700, 425, hier 700, hier, genau hier. Also wenn wir jetzt runtergehen auf 690, 690, das könnte klappen. Da war ich eben auch schon. Machen wir noch ein bisschen mehr. So, und jetzt einfach straight 90 nach rechts. Schon die minimalsten Gradverschiebungen, kennen wir ja von der Klimakatastrophe, können den Unterschied machen. Hier. 686. Das ist schon wieder hier, diese Ecke. Ich raff's nicht. Das wird mir doch nicht so angezeigt.
Als könnte man hier nicht durch. Ja, aber oben an der Wand könnte ich mich ja mal entlang schlängeln. Ich warte einfach, bis im Norden es auch mehr blitzt. Ja, aber guck mal jetzt. Also dann kann ich ja nur hier irgendwo sein, oder? Aber was ist denn dann da vor mir? 470, 730. Okay, hier bin ich zu hoch. Und hier, ja, okay, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Also, ich muss ganz nach unten nochmal. Okay, ihr habt recht, ne? Ich sollte vielleicht nochmal ein Foto machen. Vielleicht hilft das ja hier. Ach komm, leck mich doch! Was genau mache ich falsch? Ich muss rausfinden, wo auf der X-Achse sich diese Hürde befindet. Wir machen es mal ganz vorsichtig. Also, das ist jetzt mal hier die X-Grenze bei 600. Ja, aber das bringt nichts. Nee, wir müssen mal hier und dann gucken. Grenze 450 und dann unter 700. Das war ja mal ein Riesenauge, Digga. Wenn der seine Kontaktlinse verliert, da kann er aber lange suchen. Alter. Alter, kommt ein U-Boot zum Zyklopen. Okay, das sieht gut aus. Mann, Alter, ernsthaft? Okay, jetzt bin ich hier durch. Jetzt muss ich zu 600. Und dann nur noch in Norden und dann nochmal in Osten. Aber ich hab's fast. Fahre ich hier hoch bis 750 ish. Ist dann hier mittlerweile? Okay, dann bin ich ja fast schon da. Also wir brauchen 775 und 675. 675 und 775. Gleich haben wir es, Leute. Alter, ist hier schon überall Wasser? Das ist ja furchtbar. Das ist ja Blut!
der Stuhl. 6, Moment. 6, 7, 5, 8, 2, 8. Okay, ja, okay. Sind wir doch noch ein bisschen zu früh? So, die Antwort ist da. 51% stehen auf U-Boote und würden sie benutzen. Alle anderen sagen, nee, nicht mit dem Commander. 675-828. Okay, 675-828, so eigentlich ganz gut. Gleich haben wir es. Gleich kommt das letzte Foto. Das alles entscheidende Foto. 259. 295, meine ich. Ja, Mann! Jetzt kommt... Das ist aber lustig. Das ist ja lustig. The expedition ultimately raised more questions than answers. Satellite images show pieces of the SM-13 scattered all over the bottom of the trench, as though it had been torn apart by some huge beast. The wreckage cannot be reached at this time. No photographs have been recovered. The stars shine pale as bones. The moon is a lifeless corpse. Its ocean a gaping wound. The universe, what's left of it, is dying. But somewhere in the void, there must be hope. Das war's, meine Freunde. Das war Ian Lang. Ja gut, kann man machen, ne? Tut keinem weh. Kostet 2,50 Euro. Preis von der Coke Zero am Schwimmbad. Aber mehr halt auch nicht, ne? Aber mehr halt auch nicht. Wenn ich jetzt neu mache, spiele ich nochmal neu, ne? Nee, okay, das ist egal. Ja, okay. Gut. Und damit sind wir am Ende meiner kleinen Zock-Session heute hier angekommen. Das hat mir Spaß gemacht. Es war natürlich nichts allzu Aufregendes, aber es war mal was anderes. Mehr ist es halt nicht. Ist halt kein Dark Souls. Ich werde jetzt Feierabend machen und werde euch gerne noch wohin schicken. Wer ist denn noch da? Der Nils ist doch immer da. Was ist denn mit dem Nils? Wo ist der denn? Nils gefiels, dass er heute Destiny spielt. Dann schicke ich euch jetzt mal zu Nils. Oh nee, warte, Moment. Entschuldigung, Nils. Aber Mara ist heute ja auch da, ne? Ja, Mara. Das ist doch viel besser. Die sehe ich nämlich viel zu selten hier online. Ich schicke euch zu Mara und macht ihr da mal alles klar. Hier wird ja bei Rocket Beans gerade gespielt. Backseaters, da könnt ihr bei Destiny 2 ein bisschen ihr sagen, wie es gehen soll. Ein bisschen klugscheißen. Du findest ein Minigame und Screenshots vom Developer. Schau mal in den Spieleordner in Steam von Ian Lang. Screenshots vom Developer. Na gut, okay, das kann man vielleicht ja noch machen, ne? Ja, das kann man vielleicht noch kurz machen, ne? Wobei... Na, ich finde das hier... Ich finde doch Ian Lang jetzt nicht. Dateispeicherort öffnen. Da. Eigenschaften und dann mal hier gucken, wo das Ding läuft, ne? Wo das Ding liegt. Oder wie, oder was? Oder wer? Boah, ich habe so keine Ahnung, wo der Kram jetzt nochmal liegt. Ich habe so oft schon hier neu alles eingerichtet. Ich glaube, es ist halt Desktop C.
Ist es unter Benutzer oder Programme? Programme, gucken wir mal. Das kann man ja kurz nochmal machen. Ne? Steam, hier AppCache. Oder ist es? Nee, ist nicht AppCache. Steam Apps kommen und da sind sie jetzt alle. Okay, und wir haben Iron Lung. Oh, dann schauen wir Iron Lung. Gut, warum eigentlich nicht, ne? Kann man ja ruhig mal machen. Oh, da ist das Ding. Readme. Und wo ist jetzt der Goodies? Da ist der geile Scheiß. Development Screenshots. Ah, okay, ist eigentlich ganz lustig. Ah, okay. Da seht ihr, wie es am Anfang aussah. Hier ist die Karte. Ja, okay. Sehr schön. Hier sieht man, wie es gebaut wurde. In Unity. Man sieht also, es gibt eine richtige Map, über die man auch drüber fahren kann. Spoilers? Da will ich jetzt aber mal reingucken. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Das ist das Monster. Ah, das ist ja lustig. Da zeigen sie einem, wie der Effekt passiert ist. Ja, es wäre schon schön. Ich hätte aber gerne, irgendwie hätte ich gerne noch mehr bekommen. Also noch mehr Spiel und mehr Infos. No really secret? Was ist das? Keine Ahnung, was das heißen soll. Keine Ahnung. Job Goblins. Scheint vielleicht irgendein Spiel zu sein, was er demnächst noch plant oder so. Ich weiß es nicht genau. Okay, das war doch interessant. Da haben wir dann nochmal schön was gemacht. So, Leute, der Raid zu Mara, er beginnt nun. Bitte nehmt zahlreich daran teil. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen mache ich so ein bisschen Freeflow. Ich habe ganz viele Spiele, die ich morgen mal ausprobieren wollte. Ich habe auch noch Autobahn, Simulator, dann ist morgen Theme, nicht Theme Hospital, sondern Two Point Campus. Two Point Campus ist morgen ab 18 Uhr legal zu spielen. Ich habe einen Key bekommen vom guten Döler. Danke, Döler. Der denkt noch an mich. Der tut was. Döler, der tut was. Und er hat mir gestern noch abends geschrieben. Gestern Mitternacht hat er mir den Key gegeben. Und dann habe ich mit ihm hinhergeschrieben. Und er meinte schon, also 30 Minuten später meinte er, ich bin verwundert, dass du es noch nicht angespielt hast. Also quasi, dass du noch nicht auf mein Countdown gewartet hast, ab 18 Uhr nächsten Tag, sondern er hat gedacht, ich spiel's einfach so los. Nee, wer bin ich denn? Sowas mache ich nicht. Ich halte mich an sowas. Also, eventuell gibt's dann morgen auch Two Point Campus, werde ich mal anspielen. Davor werde ich auf jeden Fall ganz viele Spiele ausprobieren, die ich hier gerade in der Liste habe. Demos, Indies und so weiter. Jetzt aber schicke ich euch erstmal zu Mara. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder. Das war's. Bis dann. Gut. Bis dann. Und damit habe ich die Leute weggeschickt und ihr seid aber noch da, weil ihr einfach nie weggeht. Ihr seid immer da hier auf meinem YouTube-Kanal. Danke dafür. Gibt eine Menge neue Videos, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, gibt es ja immer, aber es ist auch wirklich im Moment, hauen wir die Dinger im Sekundentakt raus. Jeden Tag ein Video, freut euch drauf, lasst mal einen Daumen da, gebt gerne mal einfach nur, auch wenn ihr das sonst nicht macht, einfach mal einen Kommentar ab, einfach nur damit das mal dem Algorithmus hilft. Wenn ihr ein Thema braucht, dann schreibt mir doch jetzt entweder Horrorspiele, die ich noch nicht gespielt habe, das hier war ja eins davon, oder sagt mir, wie euch solche PlayStation 1 D-Make-Geschichten gefallen, ob euch das Bock macht, ob das für euch den Horror transportiert hat, ob ihr sowas kaufen würdet. All das sind die Fragen, zu denen ich gerne von euch eine Antwort hätte, damit ihr wenigstens irgendwas zu tun habt hier. Dann sage ich aber auch Tschüss und wünsche euch noch einen guten Abend, Nachmittag. Frühmorgens, wann auch immer ihr es guckt, lasst ein Abo da, ein Likey, bimmelt die Bommel an und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.